Dann starten wir doch direkt mit der Präsentation. Und zwar kurz mit Exeter, wo wir herkommen. Wir sind auch im B2B-Bereich tätig, und zwar für digitale Produkte. Also mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden coden bei uns. Und wir sind in Deutschland an 11 Standorten vertreten, 1300 Mitarbeitende. Und wir haben seit etwa 2 Jahren eine Nachhaltigkeits-Community, zu der ich gleich was sagen werde. Und zwar, wenn wir kurz über die Agenda geschaut haben. Erstmal wird es darum gehen, Green Companion und wie es dazu kam. Dann wird der Nils eine Demo machen, damit Sie auch sehen, was es dort genau, wie das Programm aussieht, die Website und für was man das nutzen kann, was die Mehrwerte sind. Und dann werden wir auf die nächsten Schritte und hoffentlich auf viele Fragen dann auch eingehen und einen schönen Austausch haben. Ich habe von Nachhaltigkeits-Community gesprochen. Was kann man darunter verstehen? Vor etwa 2 Jahren wurde ein Plattform, eine Struktur bei uns geschaffen, die eben Nachhaltigkeits-Community heißt. Das heißt, gerade während Corona wurde das gefördert bei Exeter, dass man eben zu verschiedenen Themen sich mit den Kolleginnen an den verschiedenen Standorten regelmäßig austauscht. Und da wurde eben auch das Thema Nachhaltigkeit als Community gegründet. Und es war total spannend, sich zu dem Thema sowohl also von den Interessen der Mitarbeitenden auszutauschen. Also da ist recht schnell rausgekommen, dass da viele Interesse hatten zu schauen, was passiert intern bei Exeter, wie können wir interne Prozesse nachhaltiger gestalten, aber auch, was können wir extern tun, um unsere nachhaltigen Auswirkungen, positiven Impact eben zu generieren. Und wie Sie sehen, gab es da richtig viel Bewegung und wir haben sehr, sehr viel gemeinsam schon erarbeitet, weil wir uns so alle 2 Wochen getroffen haben, so einen Teams-Kanal hatten, auf dem man das auch dokumentiert hat und so eben wunderbar die Mitarbeitenden mit einbezogen werden konnten. Und eine Idee, die recht schnell aufkam, war, dass sehr viele eben auch, weil sie privat viel Richtung Klima, also sich einfach mit Klimaschutz beschäftigen, eben auch überlegt hatten, was könnte Exeter tun, um eben Klimabeitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und da haben wir natürlich einfach auch mal recherchiert, was tun andere Unternehmen, was gibt es da für auch andere Dienstleistungen. Und da ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich recht schnell gedacht haben, boah, die Recherche, die wir hier machen, das haben noch ganz viele schon vor uns gemacht. Wir sind ja nicht die Ersten, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und Klimaschutz insbesondere. Und hatten eigentlich erwartet, dass es halt ja einen Bereich gibt, wo wir schauen können, hey, was können wir Richtung Energie machen, was können wir Richtung Mobilität und Konsum machen. Und haben da eben nicht die Übersicht gefunden, die wir gesucht haben. Und so mit dem Design-Hintergrund, den wir da auch haben, teilweise wurde dann ganz schnell gezeichnet. Wie es denn aussehen könnte, wenn es so eine Plattform gäbe, also dass es irgendwie einen Startbereich gibt, dass man dann eben so filtern kann nach verschiedenen Kriterien und dann eben recht schnell auf eine Detailseite kommt, um sich zu informieren und dann zu diesem Produkt oder zu dieser Dienstleistung zu kommen. Und das hat recht viele begeistert intern bei uns. Da hat sich ein richtiges Team gebildet und wir sind das angegangen, haben das gebaut, war super, super spannend, richtig viel gelernt. Und ich freue mich auch gerade, dass das auch, genau, dass es jetzt im März released wurde, dass wir eben doch so viele verschiedene Personen auch hatten. Das ist immer ganz schön bei Exeter, dass es halt so, so breit ist, dass wir eben da die Personen aus dem Designbereich hatten, aus dem Entwicklungsbereich hatten, aus dem Innovationsbereich hatten. Und dass man da eben diesen Mix hatte und das quasi aufgebaut hat, so aus einer Hand. Und genau, jetzt habe ich recht viel dazu erzählt, wie es dazu kam, aber noch gar nicht so viel zur Plattform. Da gehen wir jetzt so ein bisschen mehr drauf ein. Wir hatten das auch illustriert. Also die Idee war eben,
dass es verschiedene Produkte und Dienstleistungen gibt, die wie hier zum Beispiel den Bio-Bauern, die richtig tolle, innovative Möglichkeiten haben, um Nachhaltigkeit voranzubringen und sich eben freuen, wenn das mehr an die Unternehmen kommt, die aber sich fragen, oh, was kann ich denn da nehmen? Wie kann ich denn meinen Obstkorb füllen mit wirklich nachhaltigem Obst und Gemüse? Und dass sie sich dann eben auf Green Companion finden über diese Form und dass so eben die Nachhaltigkeit weiter vorangebracht wird. So haben wir das illustriert. Und ich freue mich riesig, dass der Nico heute auch dabei ist. Ich werde ihn auch morgen bei Verantwortung sehen. Freue ich mich schon total. Denn wir hatten in dem Zuge uns natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen, ja, sowohl Nachhaltigkeitsbeauftragten, aber auch eben mit Produkten und Dienstleistungen, die Nachhaltigkeit voranbringen, ausgetauscht, um da eben auch mehr zu erfahren, was sind Anforderungen, schon verschiedene Testphasen auch gemacht. Und genau da sind wir natürlich auch auf Retail gestoßen. Und ich freue mich immer noch, dass es dann, also statt nur zum Feedback quasi, dass er eben auch eine ähnliche Idee auch schon mit vorangetrieben hat und uns dann mega unterstützt hat. Nicht nur von Feedback her, sondern auch, dass eben, weil sie ja in den verschiedenen Netzwerken so aktiv sind, beim BNW, der GWÖ hier und beim CENT, das auch so mit reingetragen haben mit uns zusammen. Das Thema, das war richtig, richtig wertvoll, freue ich mich immer noch total. Und genau, also wir haben das reingetragen. Der Hauptaspekt war aber auch zu sagen, das war nämlich gerade auch in der Anfangsphase eine große Frage, die immer wieder aufkam. Dieses, ja, das ist echt eine tolle Idee, was ihr da macht, aber wie wollt ihr denn gewährleisten, dass da wirklich Produkte und Dienstleistungen sind, die nachhaltig sind? Wie macht ihr das? Weil Exeter ist ja jetzt nicht unbedingt der Kanal, dem man da diese Zuordnung da zutraut. Und wir haben uns das auch nicht zugetraut. Also wir haben da überlegt, dass man dann eben wie so eine Matrix machen könnte und Kriterienkatalog haben auch einige andere gemacht. Aber im Endeffekt ist das ja gar nicht so leicht umsetzbar. Also gerade wenn man sich auch privat mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man schon, dass das gar nicht so einfach ist, sowas zu bewerten. Und da kam eben auch von ihm der Impuls, auf die vorhandenen Strukturen aufzubauen. Und da haben wir dann das Kriterium festgelegt, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die bei uns auf der Plattform angezeigt werden möchten, eben mindestens einer dieser Verbände und Initiativen zugehörig ist und bei der GWÖ zum Beispiel auch noch mit einem Kriterium nicht nur Mitglied, sondern wirklich auch bilanziert ist. Genau, das ist nicht nur technisch festgehalten worden, sondern wir haben das eben hier auch mit so einer Absichtserklärung mit festgehalten, dass wir eben wirklich einen Beirat gegründet haben zu Green Companion, mit dem wir uns regelmäßig treffen und eben auch schauen, wie sich da die Plattform entwickelt. Und genau, ob das auch alles in die Richtung läuft, in der wir das uns vorgestellt haben. So viel zum Hintergrund. Ich freue mich total, das jetzt dem Nils zu übergeben, damit er Ihnen dann auch die Plattform mal zeigt. Ja, und bedanke mich nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank, Dennis, an der Stelle. Dann teile ich auch mal meinen Bildschirm. Und wir schauen uns direkt die Plattform an. Green Companion, genau. So sieht die Startseite aus und auch schon die wichtigste Seite, auf der sich eigentlich alles abspielt, was von Interesse für uns heute ist. Wir haben hier die Möglichkeit, neben dem generellen Scrollen, Filter anzuwenden, die auch kompatibel miteinander sind. Da haben wir zum einen unsere Kategorien. Aus Sicht der Suchenden kommen wir jetzt mal auf die Plattform und sehen hier, okay, die Kategorie Büroproduktionsausstattung beispielsweise. Wir haben auch die Standorte zu filtern. Da sind die 200 größten Städte, glaube ich, mit dabei in Deutschland gelistet aktuell. Wir haben die Möglichkeit, nach den Zertifizierungen beziehungsweise Nachhaltigkeitsverbänden zu filtern, die Dennis eben vorgestellt hatte.
Und wenn wir jetzt einfach mal hier runtergehen, sehen wir beispielsweise in den Kacheln exemplarisch eine kurze Intro zu dem Titel von der Lösung bzw. dem Produkt oder der Dienstleistung, eben nicht von dem Unternehmen selbst, welches eben darunter gelistet ist. Wir haben ein kleines Intro dazu, dann der Standort. Die Möglichkeit besteht auch online dazu zu listen. Viele Angebote sind mittlerweile ja online und standortübergreifend angeboten. Und wir haben eben auch hier die verschiedenen Tags, die hinzugefügt werden können. Dazu gleich mehr. Das schauen wir uns auf der Detailseite mal genauer an. Ich würde zuerst nochmal hochgehen, das einfach mal zeigen, wie es aussieht, wenn wir hier die Filter anwenden, in der Kategorie Büro- und Produktionsausstattung, wie das aussieht, wenn wir jetzt zum Beispiel in gemeinwohlbilanzierte Angebote gehen. Sehen wir hier Soul Bottles beispielsweise, könnten wir mal auf die Detailseite gehen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben oben zum einen den Link, um auf die Webseite direkt abzuspringen. Was hier jedoch der Vorteil ist, wir haben eben alles auf den Punkt gebracht, in einer detaillierteren Ausführung nochmal mit dabei, die konkreten Mehrwerte, eben die Zertifizierung neben der einzelnen, wie wir es jetzt bei der GWÖ durch die Anwendung von dem Filter gesehen haben, sehen wir beispielsweise auch, okay, die sind auch B Corp zertifiziert und Mitglied im Cent. Es besteht die Möglichkeit, die Kostenspanne einzusehen und eben auch auf direkte Verlinkungen von Social Media abzuspringen. Was wir auch gleich sehen werden aus Sicht von den Anbietenden, es besteht die Möglichkeit, nicht nur in einer Kategorie sich zu listen, sondern mehrere, die sich gegebenenfalls überschneiden, thematisch. Und hier sehen wir nochmal die Tags, die ganz frei gewählt werden können, um nochmal spezifischer eben genau auf die Produkte und Dienstleistungen einfacher auffindbar zu machen über bestimmte Stichworte, die eben in der Suche eingegeben werden können. Das können wir jetzt beispielsweise auch mal anwenden. Wir haben heute ja Nico mit dabei. Wenn wir jetzt beispielsweise Mobilfunk eingeben in die Suche, sehen wir hier nachhaltiger Mobilfunk und mit den jeweiligen Tags versehen. Und dann kann man durch das Anklicken direkt auf eine solche Detailseite auch kommen. Und neben den Infos, die ich eben jetzt hier vorgezeigt habe, haben wir eben auch noch das Unternehmen, das da hinter dem Angebot steht. Und das tollste Feature ist eben, dass wir direkt unverbindlich anfragen können an Personen, die von den Anbietenden gewählt werden. Das heißt, man muss nicht unbedingt an eine Info-Ad oder Hello-Ad die und die Company schreiben, sondern kann wirklich gezielt zu der Person, die von den Produkten oder Dienstleistungen gewählt wird, dann auch tatsächlich anschreiben. Genau, jetzt würde ich mal in die andere Rolle schlüpfen, aus Sicht der Anbietenden. Man kommt beispielsweise wieder auf die Startseite und sieht, ah cool, es gibt hier Angebote in den und den Kategorien. Ich würde doch jetzt gerne auch mal mit dabei sein. Ich bin beispielsweise am GWÖ. Ich habe beispielsweise die Gemeinwohlbilanzierung schon erreicht und würde gerne auch mal ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzufügen. Und dann kann ich das machen, indem ich mich eingeloggt habe. Das habe ich jetzt schon mal vorweggenommen. Und kann dann eben hier unter meine Inhalte diese Seite genauso aufbauen, wie wir sie auch eben aus Sicht der Suchenden aufgefunden haben. Und wir sehen hier die Beschränkung von bestimmten Zeichenanzahlen beispielsweise, das Titelbild frei wählbar und das Wichtigste eben die Kategorien und die Tags, die wir hier beispielsweise dann schon eine große Fülle von auffinden können. Genau. Abschließend gibt es noch die Idee-Seite. Da haben wir jetzt eben von Dennis schon viel erfahren, beispielsweise auch die Grafik gesehen. Hier nochmal die Möglichkeit, aufgeklärt zu werden, was es denn aus den verschiedenen Perspektiven für Mehrwerte bietet und eben auch die Untergliederung, genauere Teilinhalte von den Kategorien, welche jedoch sehr bald erweitert werden noch, da wir aktuell noch eine große sonstiges Kategorie haben. Wir haben gemerkt, okay, es gibt
doch noch wichtige weitere Themen, von denen Angebote eben darin gelistet sein wollten. Und das haben wir jetzt zu Herzen genommen und wollen es eben jetzt umsetzen. Dazu gerne später auch nochmal mehr. Wir haben auch nochmal die Kriterien hinterlegt, auf vorhandenen Strukturen aufbauen und eben wie es weitergeht zu dem Geschäftsmodell. Gibt es gleich auch nochmal mehr Infos von mir. Ich würde jetzt zunächst nochmal auf die konkreten Mehrwerte eingehen und müsste dafür die Präsentation wieder teilen. Genau, Mehrwerte. Wir haben hier mal mit aufgenommen die Gemeinwohlmatrix und gehighlightet, welche konkreten Bereiche davon jetzt tatsächlich von Green Companion mehr oder weniger abgedeckt werden oder in Zukunft auch die Bestrebung besteht, diese abzudecken. Da haben wir beispielsweise eben oder vor allem im Bereich ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung eben diese Komponente, dass wir versuchen, die Anbietenden und Suchenden zentral zusammenzubringen und eben über Kooperation und Solidarität mit Unternehmen einen Beitrag zu leisten. Das haben wir jetzt eben gesehen. Wir haben eben aus Sicht der Suchenden eine breite Auswahl an verschiedenen Produkten und Dienstleistungen, um eben solche Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die in Zukunft ja auch Notwendigkeit sein werden. Und reduzierter Aufwand bei der Suche natürlich, dadurch, dass wir das zentral auffinden können und nicht nur ein konkretes Unternehmen, sondern auch wirklich die Produkte oder Dienstleistungen konkret aufzufinden, direkt zu wissen, okay, was steckt denn hinter dem Angebot, dann eben die Informationen auf einen Blick zu haben und in den direkten Austausch zu gehen. Na, ich glaube, aus Sicht der Anbietenden. Genau, also das Hauptvorteil ist natürlich die Sichtbarkeit. Dadurch, also über die Listung auf Green Companion können die Anbietenden eben die Reichweite bei Unternehmen ausbauen, die wirklich konkret auf der Suche nach nachhaltigen Produkten und oder Dienstleistungen sind. Die direkte Anfrage haben wir gesehen und eben das Netzwerk, dadurch, dass ständig das Netzwerk wächst rund um Green Companion eben vor allem aus etablierten Nachhaltigkeitsverbänden entsteht auch eine Community mit neuen Kooperationsmöglichkeiten untereinander. Und Hinweis vorhin von Michael kurz erhalten habe, im Rahmen von dem neuen oder was letzte Woche stattgefunden hat, die erste nationale Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen bedient eigentlich in gewisser Weise genau Green Companion diese Absicht, dass sie die Anbietenden und Suchenden eben zusammenführt und Transparenz in dem Kontext schafft. Genau, dann jetzt gerne zu der nächsten Folie. Ja, genau. Fragt sich natürlich, wie das Ganze finanziert wird. Wir haben von vornherein festgehalten, dass eben nicht eine Cash-Cow sein soll, aber dass wir irgendwann eben an den Punkt kommen werden, dass wir die Laufkosten für die Plattform eben decken müssen. Und deshalb haben wir uns für ein Freemium-Modell entschieden. Das heißt, alle Grundfunktionen, die wir jetzt eben gesehen haben, sind und bleiben auch kostenlos. Und darüber hinaus wird es eben in Zukunft Premium-Erweiterungen geben, um Green Companion ein bisschen zu beleben und ständig weiterzuentwickeln. Und dadurch können wir oder konnten wir eben auch bis jetzt ein schnelles und großes Nutzungsvolumen erreichen. Und ab einer gewissen Größe können wir eben durch das Anbieten von einem breiteren Funktionsumfang und vielleicht auch attraktive Zusatzleistungen, vor allem für Anbietende, eben dann auch diese Kosten decken. Falls ihr an der Stelle Lust habt, uns zu helfen mit der Ausarbeitung von Premium Features oder uns da Hinweise geben wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und das führt uns auch zu unserer Abschlussfolie, aus drei Perspektiven. Also wenn ihr nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen oder mögliche Kooperationspartner kennt, könnt ihr uns gerne von uns erzählen, gerade in eurem Netzwerk teilen. Wenn ihr auf der Suche und also als Unternehmen selbst auf der Suche nach nachhaltigen Angeboten seid,
natürlich gerne auf Green Companion uns besuchen. Und falls ihr Nachhaltigkeitsbeauftragte seid oder Personen aus dem Einkauf, dann freuen wir uns über ein Gespräch und Feedback mit euch. Wir machen das aktuell so eine kleine Reihe in einem kleinen Interviewcharakter, um einfach zu sehen, okay, wo sind die Painpunkte, wo können wir ansetzen, welche Features sind wichtig aus Sicht der Suchenden und wie können wir dadurch die Plattform stetig weiterentwickeln und genau auf diese Bedürfnisse auslegen. Und wir freuen uns, genau einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Und falls ihr jetzt Fragen habt, die über das heutige Event hinausgehen, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben an die E-Mail-Adresse. Und sonst freuen wir uns jetzt über Anmerkungen und Fragen von eurer Seite aus. Super, Nils und Dennis, vielen lieben Dank für euren Impuls. Ich denke auch, dass es ein großer Meilenstein ist, um nachhaltig agierende Unternehmen zusammenzubringen. Also vielen lieben Dank an der Stelle.